die Schauspiellegende Helmut Berger. Guten Abend. Sind Sie ein Wittelsbacher? Nein. Ja, eben. Wir sind durch Gottes Gnaden. Das ist ein Champagner, den man trinken kann. Aber der ist kalt und der war warm. Nun, Himbeeren, die isst man ja frisch. Richtig. Und der ist mit Himbeer gemacht. Wirklich? Mhm. Sofort her mit der Flasche wieder zurück. Genau. Und Sie können bitte verteilen. Na, aber nicht an viele Leute, das ist auf Flaschen. Nein, ich habe noch eine Kiste draußen. Wirklich? Zacki, zacki. Zick, zack. Richtig. Bringen Sie ein Glas für den Berger. Ich habe selber mein eigenes Glas mit. Wirklich, wo? In Paris. Aha. Nein, ich hasse Le Verflüt, ich hasse diese Gläser. Ich habe aber gerne ein normales Glas. Ein normales Glas für den Berger. Aber schnell! Wir haben hier den Gast sitzen. Ich hasse Flöten. Du hast Flöten, keine Flöten mehr. Alle Flöten werden rausgeschmissen. Es tut uns leid. Es tut uns leid. Schöne Ringe. Sie könnte mein Corsair sein. Wir würden uns wünschen, euer Corsair zu sein. Sie müssen jetzt aufstehen und mir den Ring küssen. Berger, er darf sich aussuchen, welches Glas will er denn? Das. Das. Und ohne Lippenstift, bitte. Ja. Und jetzt kosten Sie. Ihr? Die Flasche gehört ja Ihnen. Euch? Ist auch Zeit, dass Sie vom Bier wegkommen, oder? Ihr? Ja, ist nicht schlecht. Was heißt nicht schlecht? Das heißt, es ist besser als Arsch. Ich wusste nicht, dass man die Erdbeeren in den Arsch steckt. Okay, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Es kommt doch an wem, ne? Zu uns, euch. Na, ich normal gebe die Erdbeeren zwischen die Busen. Ha! Wir sind Seelenverwandte, ich hab das gleich gewusst. Wir sind Seelenverwandte. Berger. Na, ich finde Ihren Schmuck so toll. Welchen? Aus meiner Familie, von Wittelsbacher. Welchen? Wir haben nichts gefladert. Alles von Gottes Gnaden. Und was ist das für ein Abziehbild? Da? Ist das auch ein Orden oder was? Nein. Nein? Das ist Schottland. Schottland? Mhm. Wo von Schottland? I'm the Prince of Wales. Wirklich? Mhm. Sind Sie verwandt mit denen? Ja. Wissen die das? Sie wissen doch, dass die Engländer ja eigentlich Biefke sind. Das ist die ja waren das mit den Wittelsbachern ja verwandt. Das ist ja, warum die so degeneriert sind, gell? Ja, Sie sprechen über Hannover. Das ist eine andere Geschichte. Diese Engländer. Jetzt hör auf, ich lebe in England. Wirklich? Wo? King's Road. King's Road. Jetzt bitte Sie sofort wieder König, oder was?
Na, wir sind der Kaiser. Zeigen Sie mal einen Film von dem, was... Wir haben ihn ja so gern gehabt in diesem Film. Wie hat der geheißen, Seifenstein? Majestät, meinen das Bildnis des Dorian Gray? Ja, genau, da haben wir ihn geliebt. Nein, nein, nein. Hofbettstelle, bitte. Ist das nicht ein merkwürdiger Gedanke, Dorian? In 20 Jahren, in 30 oder 40, wenn Sie ein alter, hässlicher Mann geworden sind, ist er immer noch der strahlende Jüngling von heute. Das ist der Lauf der Dinge, nicht zu ändern. Na, was haben Sie denn, Dorian? Warum soll ich alt werden und das da bleibt ewig jung? Das darfst du mich nicht fragen. Ich bin Maler und kein Alchemist. Warum kann es nicht umgekehrt sein? Warum nicht? Mein Bild wird alt, aber ich bleibe immer jung. Das war der Film, den ich am meisten hasste. Wirklich? Ja. Warum? Ich habe in der Kingsroad gelebt. Welcher Film war denn der Film, den er am meisten gemocht hat? Sie glauben, Helmut Berger oder Helmut Steinberger? Ich heiße Steinberger. Ja. Okay, es war der Ludwig, der Zweite. Das war der Film, den er am meisten gemocht hat? Ich. Okay. Und dann, wo ich den Oscar gewonnen habe, der Garten der Vinci Contini, Regie Vittorio De Sica. Und dann Gewalt und Leidenschaft. Aha. Haben wir vielleicht einen Ausschnitt von diesem Ludwig-Film, den er da gerade angesprochen hat? Was heißt das? Majestät, meinen den sagenumwobenen König von Bayern. Ja, genau. Sehr wohl, Majestät, Hofbittstelle, bitte. Ich will, dass Sie eingesperrt werden! Alle! Alle! Meier! Meier! Sie sollen ausgepeitscht werden! Bis reißt ihnen die Augen aus! Erschießt sie! Nein, ich erschieße sie selbst. Eigenhändig. Beeilt euch! Beeilt euch! Schnell, schnell! Meier! Lasst sie alle verhaften! Los! Diese Szene ist ein Vorbild für uns. Genauso reagieren wir, wenn unsere Eier nicht 4 Minuten gekocht worden sind. Genauso kriegen Sie es zu hören. Ich kann sie alle erschossen! Wo wohnt er denn jetzt gerade? Also, wir wissen in der Kings Road, aber er wohnt in Salzburg, haben wir gehört. Mhm. Ja? Hat er denn vor, irgendwann einmal nach Wien zu kommen, damit er uns näher sein kann? Wir sind ein großer Verehrer seiner Kunst. Na, ich finde Wien absolut die schönste Stadt, die es in Europa gibt. Ah, richtig. Richtig. Ja. Aber, das schreit nach einem Aber. Kulturmäßig und es ist nur... Salzburg ist okay, ist bekannt durch die Mozartkugel. Aber der Rest ist uninteressant. Okay. Und in jedermann, okay, da war der Brandauer und Kurt Jürgens und so, das ist alles okay gewesen. Aber, naja, Wien finde ich eine tolle Kultur. Und jetzt habe ich einen Film gedreht im September. Der kommt jetzt raus, der heißt Paganini. Werden wir sehen. Seifenstein, wir haben selten ein schöneres Schlusswort gehört als Wermersing. Das ist das Orchester da oben, aber spielen Sie bitte keinen Mozart. Nein, die spielen keinen Mozart, die spielen Maler. Maler? Mhm. Spielst du es Maler? Sie spielen Maler. Es merkt ja keiner. Berger, es hat uns wahnsinnig gefreut, dass er da war. Es hat uns sehr geehrt. Wir danken ihm. Er darf sich zurückziehen, aber er darf ja nicht brav sein. Das war ich nicht.